nicht mehr spielbar ist. Und sowieso, selbst wenn wir ihn für weitere Sport vorsehen würden, dringend saniert oder völlig neu angelegt werden muss. Aus dieser Überlegung heraus, der alte Sportplatz wird nicht nur von Mannschaften benutzt, sondern auch von Kindern und Jugendlichen des VfB und der AAB natürlich und auch von Schülerinnen und Schülern, kam die weitere Konsequenz, dass keine Verbandsspiele mehr möglich sind. Der Fußballverband hat auf diesem Platz Fußballspiele untersagt. Es gibt eh immer weniger alte Hartplätze in diesem Sinne. Aber auf diesem Platz kann kein Spiel mehr ausgetragen werden, das jegliche Punkte zu verwendet werden soll. So sieht es aus. Das war der Ausgangspunkt. Es kommt noch dazu, es ist eine ungünstige Situation, wenn die Kinder vom Vereinsamt des VfB, wenn Jugendliche von Umkleidekabinen etc. kommen, müssen sie die Straße überqueren. Auch das ist nicht gerade so angenehm. Der alte Sportplatz liegt hier, Sie haben es vorhin gesehen. Ich rufe es nochmal auf. Moment, dauert jetzt ein bisschen, aber Sie haben die Bildaufnahme ja in Erinnerung hier. Geschrieben von der Grundbebauung. Und wenn wir ihn neu anlegen würden und wenn man ihn dann wieder intensiv benutzen kann, wäre es natürlich auch für die Nachbarschaft nicht gerade so angenehm, weil dann kann es natürlich auch für Spielen etc. Training bis in die Abendstunden auch. Ja, glaube ich zu schnell nach vorne. Das liegt aber hier nochmal die Zusammenfassung. Wenn wir dann einen neuen Sportplatz anlegen können, auch aus den Erlösen oder aus den Erlösen, die wir für diese Grundstudie erwarten, dann wird der intensivere Sportbetrieb, die beide im Süden stattfinden, südlich des Hochstadions, beziehungsweise im Hochstadion selbst, wenn wir daraus einen Kunstrasenplatz machen, der besser bespielbar ist. Und dann kann das Ganze auch ohne Störungen der Anwohner durchgeführt werden. Wir erwarten durch den Verkauf dieser Anlage des alten Sportplatzes in einer Größenordnung von etwas über 12.000 Quadratmetern natürlich eine Verkaufsgröße, weil das Baugelände ist in guter, im Grunde genommen in einer der besten Lagen, die wir in Leinen haben, die Straßenbahn zu unternehmen. Man ist zu Fuß schnell. Einkaufen in der Stadt, man ist schnell am Schwimmbad, die Realschule ist in der Nähe, man ist mit dem Auto schnell außerhalb, das ist eine ruhige Anlage, eine ruhige Gegend. Wir erwarten natürlich einen Erlös von diesem Grundstücksverkauf. Und der Erlös wurde und werden wir, so der Gemeinderat das dann auch entsprechend beschließt, was wir erwarten. Diesen Erlös werden wir zunächst einmal dafür verwenden, einen Allwetter- oder Kunstrasenplatz anzulegen. Es gibt viele Gemeinden und viele Vereine, die in den letzten Jahren immer mehr Kunstrasenplätze angelegt haben, weil man eben darauf viel besser trainieren und viel besser spielen kann. Und weil nicht nur der VfB, sondern auch die Aramäer einen derartigen Platz dringend benötigen. Und als weitere Möglichkeit mit dem Aussuch bzw. mit Grünanlagen, Rasen, den wir neu anlegen können, werden wir dann zusätzlich südlich des Schwimmbades auf diesem freien Platz, auf diesem Freigelände noch ein Rasenspielfeld, Trainingsfeld anlegen, damit man auch da besser sanieren kann. Der Bedarf im Rahmen der vielen Kinder und Jugendlichen und auch Erwachsenenmannschaften des VfB und der AMR ist schlichtweg gegeben. Und das wird dann eine Sache sein, da kann man hier auf Jahrzehnte hinaus von einer vernünftigen Nutzung ausgehen. Und wir erwarten natürlich, das ist kein Geheimnis, das haben
gesagt, sie wollen die Erlöse zu einem Großteil für diese Kinderbetreuung, die ja jetzt vom Bundesgesetzgeber verpflichtend wohl kommen muss. Meine Frage wäre da, inwieweit da die Unterdeckung ist, was die Förderung seitens vom Bund angeht, weil es diese Kinderbetreuung ist ja dann eine Pflichtabgabenanweisung oder wie man sagt, und müsste dann eigentlich auch vom Bund finanziert werden. Das kann ja nicht sein, dass die Stadt Rhein den Kraft selber verkauft. Zu dem Punkt können wir nicht irgendwelche anderen
Einrichtung für die U3, also für Kinder von 1 bis 3 Jahren. Steht als nächste Aufgabe im Interesse unserer Kinder und Schülerinnen und Schüler an, dass wir die Ganztagesbetreuung in den Schulen auch machen. Ja, uns gehen die Aufgaben nicht aus. Und auch bei den weiteren Aufgaben kriegt man natürlich Zuschüsse, aber leider, leider von Bund und Land nicht. Ich hätte noch eine Frage an Dr. Sank. Herr Dr. Sank, ich habe mir den Gutachten aufgelesen und ich gebe Ihnen in Ihren Ausführungen zu 100%. Es sind natürlich noch vielleicht ein Aspekt, den man hier ansprechen sollte. Sie haben es auf der letzten Seite, Seite 11 und 12, in Ihrer Zusammenfassung, sprechen Sie von 3 Szenarien. Und wenn Sie von 3 Szenarien sprechen, dann kommt der Käufer ins Spiel. Sie nennen es irgendwo in Ihrem Gutachten einmal die emotionalen Vorbehalte eines Käufers. Auf Seite 7, als Sie von diesem Asylproblem reden, gehen Sie vom Bodenaustausch, aus. Das heißt, wenn also das Grundstück bebaut wird, dann steht die abfallrechtliche Seite im Spiel im Vordergrund, das heißt, das Ganze muss entsorgt werden. Meine Frage an Sie ist jetzt, was würde so ein Bodenaustausch kosten? Denn uns geht es ja hier am ganzen Abend wohl auch um die Kosten. Also die Verbindung, was kostet der Bodenaustausch und es wäre vielleicht nett, wenn Sie noch auf diese 3 Szenarien eingehen können. Vielen Dank. Ja, bevor ich dann der Hand vorbereite, will ich doch noch 2, 3 Sätze dazu sagen. Hier wird Stimmung gemacht, muss ich offen sagen. Stimmung in den Ängsten von Menschen und das Ganze völlig grundlos. Da werden solche Szenarien, natürlich hier als was
Dankeschön. Eigentlich bräuchte ich ja hier gar nicht. Bürgern hier schon leiden, mal erklären,
wie Sie da auf diese Zahlen gekommen sind. Und mich würde auch interessieren, wie zum Beispiel die Stadt Leiden in ihrem letzten eigentlich Angriff auf, das Bürgerbegehren auf diese Zahl 25.200 gekommen ist. Ich möchte einfach mal über die Zahlen reden, über die Kosten reden, die dieses Grundstück so verursachen. Bisher haben wir zum Beispiel diese Laboranalysen gehört, allein Ausführlichkeit, gibt es natürlich recht. Alle Stoffe, die da gefunden werden, liegen unterhalb der Grenzen, der Grenzwerte. Das ist eine Geschichte der Sache. Wir haben in diesem Flyer, den wir jetzt gerade Ihnen ausgeteilt haben, haben wir von zwei Welten gesprochen hier von diesem Grundstück. Es gibt zwei Aspekte. Der eine Aspekt sind diese Stoffe, ich will sie gar nicht benennen, ich will auch keine Angst machen, niemand will Angst machen. Diese Dinge liegen alle unter dem Grenzwert, das ist eine Sache. Aber wenn ich draußen auf dem Sportplatz, wie Sie gesagt haben, Spaten in die Hand nehme und einmal in die Erde gehe und den Spaten hochhebe, dann muss ich Geld bezahlen, denn das Ganze muss entsorgt werden. Und ich möchte bitten, diese Seite 5 mal an die Wand zu werfen und dazu stellen Sie den Erfahrung. Ja, Herr Frank wird gleich was dazu sagen können. Inzwischen auch da und bei euch.
geschlossen sind. Dass ein Käufer natürlich jetzt nicht naiv an die Sache rangeht, sondern natürlich auch durch ihr Gutachten entsprechend informiert worden ist, dass dieser Käufer einfach genau hingucken wird. Es wird kein Käufer geben, der zum Beispiel auf seinem Grundstück noch irgendwelche Materialien vorfinden will. Wir sind hier bei diesem Massenmanagement, ist vielleicht auch eine Frage, die ich ernst stellen wollte, dass vielleicht mal den Bürgern hier erklärt, was die Stadt unter diesem intelligenten Massenmanagement versteht. Ja. Das zum Beispiel auch verbunden mit dem Frust. Ja, aber auf Ihren Eingang nochmal zurückzuführen, wo Sie sich der Platzkontrolle Leute klagen, dass die Presse so schlimm darüber berichtet habe. Ich muss mich fragen, warum hat die Presse so in Anführungszeichen schlimm darüber berichtet? Weil jemand solche Unworte wie Dioxin oder Vergiftung in den Raum gestellt hat. Wir haben heute Abend nochmal gehört, das ist zwar völlig grundlos. Und diese Information, die dann in der Presseberichterstattung zur Ängsteschaffung, um das mal zu erwidern, in den Raum gestellt worden ist, kam nicht von uns, von Seiten der Stadtverwaltung. Ich will jetzt gar nicht betonen, wer das alles in den Raum gestellt hat, aber der Sinn und Zweck und die Absicht dieser Informationspolitik ist ja durchaus klar. Aber was Massenmanagement angeht, auf dieser ominösen Seite 5, die Sie mir veransprachen, ich bin Laie, aber ich kann lesen, und da wird von dem sogenannten Z0-Material berichtet. Dieses Z0-Material ist normaler Boden, wie man ihn überall findet, wie in den Gärten von Ihnen überall der Boden zu finden ist, wo Sie Ihr Gemüse anbauen, Ihr Radieschen oder den Schnittlauch. Wo Sie Ihre Kartoffeln vielleicht ernten, das ist Z0-Material. Dort gibt es einen Austauschbedarf, wenn man dort einen Keller ausheben sollte, von bis zu 11.000 Kubikmetern. Das würde Verwertungs- und Entsorgungskosten von 348.000 Euro bedeuten, wenn man den ganzen Boden in der Hinsicht ausheben würde. Aber das ist nicht erforderlich. Das ist nur dann erforderlich an der Stelle, wo jemand einen Keller anlegt. Ich kenne viele Häuser zum Beispiel, und das wird im Interesse der Bauherren bzw. der Baufirmen sein, die dort bauen werden, ob jemand einen Keller legt oder nicht. In vielen Bereichen wird heute kein Keller mehr gebaut, weil man sich die 20.000, 30.000 Euro sparen möchte, und stattdessen wird ein kleiner Holzschuppen auf dem Grundstück errichtet. Das sind eher massive Null, wie es so schön heißt, eher Massen, die sinnvoll überall anders eingesetzt werden können, auch wiederum
Arsenbehauptung oder diese Arsenfeststellung, die gibt es in jedem Garten in dieser Stadt. Wahrscheinlich, ja. Okay, bei mir zu Hause wahrscheinlich auch. Okay, danke schön. Also wir reden jetzt die ganze Zeit über Belastung und alles, aber das Wesentliche eigentlich und das, die Bürgerinitiative eigentlich auch gibt, die Erhaltung der Baumbestände. Bleibt es, also die Vorschläge jetzt von den Anbietern, haben wir gesehen, da ist grün dabei, bleiben die Bäume jetzt stehen und wenn die Bäume stehen bleiben, ist garantiert, dass die Stadt auch diese 2 Millionen, die sie veranschlagt, von den Anbietern bekommt. Der Verkaufspreis überhaupt erzielt werden kann. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Dann hätte ich vorhin auch noch etwas ergänzend vorstellen oder dann erwähnen können. Wir erwarten, wenn wir das jetzt so verkaufen können, wie es die Angebote umfassen, einen Erlös von 2,3 Millionen, ganz grob geschätzt. Ich habe die Zahl nicht und hängt natürlich auch noch mit Verhandlungen mit den Anbietern zusammen, aber das ist ja kein Geheimnis. Wenn man, es sind ungefähr 20 Bäume, rechts und links, auf beiden Seiten, auf der Ost- und auf der Westseite des Geländes, wenn man alle Bäume stehen ließ und das Gelände nicht bebauen könnte daraufhin und damit auch nicht verkaufen könnte oder entscheidend nicht bebauen könnte, würde das eine Minderung des Verkaufserlöses von 700.000 Euro, 650.000, 700.000 Euro, das wiederum Verhandlungsergebnis dann natürlich ein Verhandlungsergebnis ausmachen. Es sind ungefähr 20 Bäume, 25 Bäume, hat Sauer gesagt? 18 Bäume, okay, also sagen wir grob, der einfachen Rechnung halber 20 Bäume, 20, 650.000 durch 20, dann kann man ausrechnen, was jeder Baum dann kosten würde, beziehungsweise wie sich das im städtischen Haushalt auslegen würde. Um der nächsten Frage vorwegzunehmen, natürlich muss der Gemeinderat den abschließenden Verkaufsbeschluss, an wen verkauft werden soll, noch treffen. Das war ja gerade Sinn und Zweck des